Der Gnade und die Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, heute ist Maria Lichtmess, Tag der Darstellung des Herrn. 40 Tage nach der Geburt endet die Unreinheit der Maria und sie gehen in den Tempel und wie es das Alte Testament fordert, stellen sie oder lösen sie ihn aus, Jesus Christus, das Kind, vor Gott. Und das zeigt, es waren fromme Juden, die Eltern. Und damit, in dieser Geschichte, enden auch die Berichte von Lukas über die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Und deswegen feiert das Erzgebirge schon seit jeher bis zum 2. Februar die Weihnachtszeit. Der Weihnachtsbaum steht noch, den Schmuck. Aber die ganze evangelische Kirche hat sich vor ein paar Jahren da angeschlossen, dass es bis heute, bis zum 2. Februar, gehen soll. Und das ist richtig, denn Weihnachten ist auch ist nicht nur ein schönes Fest, das ist auch wichtig, sondern es ist vom geistlichen Inhalt unheimlich wichtig. Und darum soll es gehen, um den Zusammenhang zwischen dem, was kommt, nämlich Ostern und dem Kreuz und dem Weihnachtsfest und der Krippe. Beides ist absolut notwendig. Und das sagt auch unser Predigttext, die Epistel aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, weil nun die Kinder, das sind wir Menschen, von Fleisch und Blut sind, hat auch er, Jesus Christus, es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein müssten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er an allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Gott segne uns dieses Wort. Amen. Ich möchte die Predigt wie folgt gliedern. Der Sohn Gottes wird Menschenkind erstens zur Sühne für deine Sünden, zweitens um den Teufel zu besiegen und drittens, um uns in Versuchung beizustehen. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er es auch gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem der Gewalt über den Tod hat, nämlich dem Teufel. Und die Erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein müssten. Stellt euch mal Folgendes vor, da ist ein großer Konzern, der gute Geschäfte in aller Welt macht, mit einem Direktor und er hat einen guten Mitarbeiter und er sagt, du musst in dieses Drittweltland gehen. Das ist eine Diktatur, da herrscht Korruption, aber da gibt es auch viel Geld zu verdienen. Und der junge Mann sagt, jawohl, als Handelsreisender gehe ich für dich dorthin. Und er geht dorthin und er macht richtig gute Geschäfte und er genießt auch das Leben. Partys hier und da. Eines Abends, dann nimmt er einen über den Durst kräftig und anstatt ins Taxi zu steigen, was er sich locker hätte leisten können, steigt er in seine Limousine, brettert los und an der nächsten Kreuzung überfährt er eine junge Frau, die sofort tot ist. Natürlich kommt die Polizei, der Aufschrei in dem Land ist groß, diese Westler wollen ihr Geld verdienen und er kommt natürlich ins Gefängnis und er wird zu Recht zu einer sehr langen Haftstrafe verurteilt. Und in so einem Gefängnis, da ist es richtig mies. Und er bekommt noch den Hass zu spüren, natürlich als so ein westlicher Ausländer, dem es mal richtig gut ging. Und der Präsident musste sich auch zu dem Fall äußern, also der Diktator. Na, wie wichtig das ist, dass wir es den Gringos jetzt zeigen. Und jetzt versetzt euch in den Direktor rein. Der könnte natürlich sagen, hey, der hat den Fehler selber begangen. Der hat die Strafe abzusitzen. Alles in Ordnung. Aber der Direktor kriegt es nicht übers Herz, sondern er nimmt einen Koffer und packt den voller Geld und gibt dem seinem eigenen Sohn und schickt den in dieses Land zu dem Diktator. Und er redet mit dem und nimmt das Geld an und der kann mit dem zurückfliegen und wird der Präsident begnadigt, ja, diesen Mörder. Genauso ist es mit uns. Gott hat uns in diese Welt gesetzt und die ist nicht einfach. Sie ist eine gefallene Welt, wo wir viele Probleme haben und oft vom Bösen versucht werden. Aber oft genug tun wir genau das Falsche, wo wir es genau wissen.
Wir wissen von unserem Gewissen her, was Gott von uns will, und wir tun es trotzdem. Gott muss uns nicht helfen. Gott könnte uns in dieser Welt lassen, aber er hält es nicht aus, er erbarmt sich und er schickt seinen eigenen Sohn. Und dieser Sohn, der ist nicht nur als Superheld von irgendwoher gekommen, sondern er hat auch noch unser Fleisch angenommen. Und das sagt hier der Hebräerbrief: Weil nun die Kinder der Verheißung, also wir, von Fleisch und Blut sind, hat er es gleichermaßen angenommen. Jesus Christus musste Mensch werden, um uns zu erlösen. Und da erkennen wir erst die Größe unserer Sünde. Die erkennen wir nicht, wenn wir moralisch auf uns gucken. Da kann unser Blick verstellt sein. Natürlich, das Wort Gottes hilft uns, aber die Tiefe erkennen wir im Erlösungswerk. Nämlich, Jesus war schon vor der Ewigkeit da als Sohn Gottes. Er war im Himmel und da war es wunderschön, besser als wir uns jemals vorstellen können. Und er hat sich für uns auf den Weg gemacht und ist in diese Welt gekommen. Denn das Opfer, was wir brauchen, das muss perfekt sein, also der Gottessohn, aber es ist auch genauso versuchlich und schwach wie wir, nämlich ein wahrer Mensch. Und das ist Jesus Christus. Und deswegen ist Weihnachten die Fleischwerdung, das absolute Voraussetzung dafür, für das, was am Kreuz geschieht. Und das ganze Leben ist das Erlösungswerk. Nicht nur das, was am Kreuz passiert, das ist natürlich das Größte und deswegen ist Weihnachten auch ein Stück wichtiger als Ostern, ein Stück wichtiger als Weihnachten. Aber das beginnt schon mit der Empfängnis Mariens, die Geburt, dass er hier diese ganzen Probleme mitgenommen hat, gelitten hat an der Menschheit, verfolgt wurde und dann natürlich für uns gestorben ist. Das ist das Wichtigste. Hast du dieses Erlösungswerk angenommen für dich persönlich? Dass du sagst, ja, ich bin Sünder, Herr Jesus Christus, vergib mir, ich will dein Erlösungswerk, dass du Mensch geworden bist für mich und gestorben bist, annehmen und die Vergebung der Sünden bekommen für meine Sünden. Das ist das Wichtigste, was wir im Leben tun müssen. Das zählt in der Ewigkeit, um ewig bei Gott zu sein und nicht getrennt zu sein von ihm. Und zweitens, der Sohn Gottes wird Menschenkind, um den Teufel zu besiegen. Das schreibt der Hebräerbrief so nebenbei, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Das Böse in Person wird heute ein bisschen belächelt. Wanderwege werden danach genannt, niedlicher kleiner Teufel oder so. Aber die Bibel ist ganz nüchtern und sagt, das Böse, das gibt es personifiziert. Heute gehen selbst in der Kirche die meisten davon aus, dass der Teufel irgendwie eine Märchenfigur ist und man kann ihm wohl nichts Besseres tun, als dass man ihn für nicht existent hält. Wer aber wirklich mal in die Abgründe der Menschheit schaut, was es da an Bösen gibt, was Menschen fähig sind, sich anzutun, an Untreue, wo Leute sich die Treue versprochen haben, aber auch an Gewalt, Missbrauch, an Mord, da liegt es doch in der Luft, dass Mächte und Gewalten am Werk sind und nicht einfach nur die menschlichen Triebe. Der Teufel, da müssen wir uns verhüten, ist nicht nur bei den anderen, wo wir sagen, ja, der ist bestimmt mit dem Teufel ganz sicher. Da wäre es zu bequem und das wäre dumm. Gerade wenn du mit Gott und Jesus unterwegs bist, dann versucht dich der Teufel von diesem Weg abzubringen. Er bemüht sich um dich und wir dürfen da auch selbstkritisch zu uns sein. Aber Jesus Christus ist stärker und das ist die beste Medizin dagegen. Wo wir ihn singen und bekennen, da flieht der Teufel. Und Luther wusste es schon, dass mit Weihnachten und Ostern Sünde, Tod und Teufel besiegt sind. Das hängt ganz eng zusammen, ne? Wenn wir unsere Sünden ans Kreuz bringen, dann ist diese Macht geschlagen, nämlich weil wir das ewige Leben bekommen. Und der Teufel will uns ja in Ewigkeit von Gott trennen. Deswegen hin zu Christus, er ist stärker. Und drittens, der Gottessohn ist Mensch geworden, um dir in deiner Versuchung beizustehen. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Jesus ist so wunderbar und so nah. Er kennt alle unsere Schwächen und ja, Versuchungen. Und es ist doch oft so groß. Ich habe es neulich erst von einem entfernten Bekannten gehört. Der war mit seiner Jugendliebe seit der Schulzeit zusammen. Und sie haben viel durchgemacht, wunderbar alles und haben spät zwei Kinder bekommen.
und alles super. Und mitten im Leben fängt er an, eine andere Frau zu daten, geht mit ihr ins Bett. Und als alles rauskommt, merkt er erst, dass alles zerstört ist, dass die Ehe nicht mehr zu retten ist und dass er nicht mehr bei seinen Kindern sein kann. Und er wird völlig wahnsinnig und es geht nicht mehr zurückzuschrauben. Es sind oft solche kleinen Punkte, wo wir einfach widerstehen müssen, weil wir wissen, was richtig ist. Und da ist es das Beste, auf die Knie gehen und Jesus Christus um Hilfe bitten. Es gibt Situationen, und von denen kennen wir, wenn wir da reinkommen würden, da würde ich auch schwach werden. Aber deswegen geht man da nicht hin, sondern betet vorher zu Christus, dass er das verhüten möge, dass er einem Kraft geben möchte. Und das macht Jesus Christus, er hilft. Weihnachten, Ostern, Kreuz und Krippe, die gehören zusammen und sie sind ganz real. Wenn wir Kontakt dazu haben, dann hilft er uns durch das Leben und er führt uns zum ewigen Leben. Das ist das Wunderbare, der Friede von Jesus Christus. Amen.